Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu unserer Serie Leben unter Gottes Regierung. Wir beschäftigen uns mit der Bergpredigt und wir haben im letzten Abschnitt, im letzten Video, gehört, wie Jesus die Bergpredigt nochmal zusammengefasst hat in einem einzigen Vers und dann auf sein eigentliches Anliegen zu sprechen gekommen ist, auf das Ziel dieser Predigt. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen, denn es ist wichtig, dass das wirklich richtig verstanden wird. Jesus Christus hat gesagt, dass der Eingang in das Reich der Himmel nicht durch die Einhaltung der Gesetze geschieht, sondern in einer bußfertigen Gesinnung, die im vertrauensvollen Gebet, eben dem Vater unser, zum Ausdruck kommt. Dies ist der Ausgangspunkt und die Grundlage zur Einhaltung der Gesetze des Reiches der Himmel. Und nur auf diesem Weg würde man dem Verderben entgehen und zum ewigen Leben gelangen. Im heutigen Abschnitt redet Jesus über falsche Propheten, die eben den falschen Weg weisen, weg vom Reich der Himmel. Ja, diese Menschen wollen andere Menschen am Eingang ins Reich hindern. Und sie lehren auf eine Art und Weise, die nicht zu einer bußfertigen Gesinnung führt. Wir haben diesen Abschnitt in Matthäus Kapitel 7, Verse 15 bis 23. Und ich möchte diesen Abschnitt gemeinsam mit dir jetzt lesen. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben und von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich werde ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus warnt seine Jünger. Er mahnt sie zur Wachsamkeit. Hütet euch vor den falschen Propheten. Es sind Menschen, die ihre wahre Gesinnung verbergen, so wie ein Wolf in einem Schafspelz zur Schafherde kommen würde. Jesus meint hier mit Sicherheit viele der Schriftgelehrten und Pharisäer, die die Gebote auflösten, veränderten, herabsetzten, umdeuteten. Wir haben das schon gehört, wie Jesus Christus sie dann korrigierte. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Jesus verurteilt diese Menschen scharf. Wir lesen davon in Kapitel 23, Vers 12. Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Ja, wie furchtbar, so eine Haltung. Selbst nicht hineingehen wollen und die, die hineingehen wollen, ablenken davon, nicht hineingehen lassen. Jesus verurteilt solche Menschen. Und es gibt heute noch solche Menschen. Sie sind überall dort zu finden, wo eben religiöse Führer zentrale, fundamentale biblische Wahrheiten verdrehen. Jesus Christus sagt
an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, in den moralischen Werken wird ihr Charakter und ihre eigentliche Gesinnung offenbar. Jesus Christus illustriert das aus der Pflanzenwelt. Dornen und Disteln können keine Früchte bringen. Und ein guter Baum bringt gute Frucht. Und der faule Baum wird erkannt an seiner faulen Frucht. Es geht eben nicht nur darum, das Wort Gottes zu hören, beziehungsweise zu hören, was sie sagen, sondern auch zu beobachten, wie sie leben. Der Maßstab dafür ist die Bergpredigt. Jesus Christus sagt in diesem Zusammenhang, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern nur wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele Menschen auf dieser Erde nennen Jesus Herr. Aber was meint Herr? Herr ist ja nicht nur eine Art Anrede wie Herr sowieso, sondern dieses Wort Herr, Kyrios, meint einen Machthaber, der allumfassend herrscht über andere Menschen. Deshalb sagt Jesus nicht jeder, der sagt Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen des Vaters tut. Wer diese Herrschaft des Vaters und des Sohnes annimmt, sich dieser Herrschaft unterstellt. Jesus Christus malt uns ein dramatisches Bild. Das Bild, bei dem viele Menschen bei ihm anklopfen werden. Vielleicht ist hier die Himmelstür dann auch gemeint, die Türe ins Reich der Himmel. Und Jesus Christus sagt, an diesem Tag werden viele klopfen, viele Menschen werden draußen stehen. Viele Menschen werden dann auf das zeigen, was sie alles in ihrem Leben getan haben, eben für Jesus Christus und für den Vater im Himmel. Aber Jesus Christus sagt, dass ihr Dienst für Gott wird nicht über den Umgang mit den Moralgesetzen, den sie gehabt haben, hinwegtäuschen. Falsche Propheten können auch Wunderwerke tun, sagt Jesus in Kapitel 24, Vers 24. Gerade in den letzten Tagen werden auch viele falsche Propheten auftreten, werden mächtige Zeichen und Wunder tun. Aber entscheidend ist nicht das, was sie tun, an Diensten, an Wunderzeichen, sondern das, was sie leben, ob sie dem Willen Gottes entsprechend leben. Und an dieser Stelle, lieber Zuseher, möchte ich dich ermutigen, aufmerksam machen, lass dich nicht von falschen Propheten täuschen, sondern bleibe wachsam. Prüfe natürlich zuerst, was sie sagen. Und vergleiche es, ob es mit der Lehre Jesu wirklich übereinstimmt. Aber dann geh noch einen Schritt weiter und prüfe vor allen Dingen ihren Lebenswandel, ob es mit dem der Bergpredigt übereinstimmt, ob es dieser schmale Weg ist, den Jesus uns zeigt in der Bergpredigt. Und wenn es nicht so ist, dann höre nicht auf diese Männer und Frauen, sondern sei und bleibe Jesus Christus gehorsam. Ja, im nächsten Video kommen wir auch schon zum Abschluss der Bergpredigt. Und noch einmal appelliert Jesus an seine Zuhörer, seinem Wort zu gehorchen. Und dabei verwendet er ein sehr anschauliches, aber auch dramatisches Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom Haus auf dem Sand, beziehungsweise auf dem Felsen gebaut. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist.